Sehr, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freizeitpark- und Achterbahn-Enthusiasten. Ich habe mir überlegt, bevor wir zum vollständigen Übersichtsreview vom Charles Lindbergh Hotel im Phantasialand kommen, machen wir noch was Kleines, Lockeres für zwischendurch. Ich habe hier so ein paar kleinere Goodies, die man bekommt, unter anderem exklusiv als Gast vom Charles Lindbergh Hotel. Das betrifft insbesondere hier diese schöne Mappe, die wir da bekommen haben beim Check-in. Die werden wir uns gleich in Ruhe anschauen. Und dann gibt es hier noch ein paar Zeitungen. Die Zeitung einmal 1919, Bar Pub Distiller. Das ist unter anderem auch eine Getränkekarte. Da schauen wir gleich noch durch. Und die Abendpost, die findet ihr im Hotelzimmer. Die bekommt ihr da. Und ich meine, die gibt es auch zusätzlich noch im Themenbereich selbst. Ich weiß jetzt gar nicht, es müsste eigentlich hier irgendwo, genau hier unten drunter, habe ich noch die Wolfsburg Gazette. Nein, das ist die, die man im... Ha, jetzt habe ich euch Blödsinn erzählt. Das hier ist die Zeitung, die Gazette, die man im Hotelzimmer bekommt. Und ich glaube auch so im Themenbereich. Die Abendpost, das müsste unsere Speisekarte vom Restaurant Uhrwerk sein. In dieser Form hier, allerdings ohne Preise, denn diese bekommt man, wenn man Hotelgast in Charles Lindbergh ist, das gesamte Paket gebucht hat. Da gehört ja auch das Drei-Gänge-Dinner dazu. Und diese Karte ist das, da stehen keine Preise drin, da kann man sich aus einem Hauptgang, aus einem Hauptgang und aus einer Nachspeise, kann man sich da ja jeweils ein Gericht aussuchen. Das sind die gleichen Gerichte, die tagsüber serviert werden. Und ich blende euch das sicherlich auch mal mit ein. Und das werden wir auch nochmal im Hotelreview selber besprechen. Ich dachte aber, wir machen auch die Preise hier schon mal mit, insbesondere was das Essen im Themenbereich angeht. Wir beginnen aber mit dieser schönen Mappe hier. Ich bringe derweil mal die beiden Zeitungen ein bisschen raus hier und wir beginnen mal mit dieser schönen Mappe, die man bekommt. Hier sehen wir auch nochmal, da steht mein Name drauf, unser Gate, unser Level, das ist unsere Etage und unsere Kabine, wo wir übernachtet haben. Ist sehr schön gemacht, kann ich euch gleich sagen. Man kann das mit heimnehmen natürlich. Und hier drinnen befinden sich diverse Goodies. Hier haben wir erstmal eine Begrüßung. Ich hoffe, man kann das auf dem Kamerabild oben nicht sehen. Im Zweifel macht mal Pause, weil ich werde nicht alles, was hier drin steht, vorlesen. Ich möchte euch nur mal die Übersicht zeigen. Das ist übrigens auch eine separate Karte hier, die kann man rausnehmen, könnt ihr euch dann anpinnen irgendwo an einer Pinnwand oder so. Ich habe es jetzt erstmal hier alles drin gelassen. Und hey Leute, ich bin gleich wieder da. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit vergessen, die gehört hier nämlich noch rein. So, da bin ich wieder. Das gehört hier noch rein. Das sneake ich hier mal irgendwie mit drin. Bisschen unauffällig, damit wir das haben. So, ja, hier ist die Begrüßung. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ansonsten blende ich euch davon mal noch einen ordentlichen Scan ein. Da wird so ein bisschen erzählt, wer euch begrüßt und so weiter. Und dann haben wir hier diverse Goodies drin. Und das Teil packe ich gleich mal mit hier rüber. Obwohl, können wir auch andersrum machen. Das machen wir mal so. Denn wenn wir das hier aufschlagen, bekommen wir diverse kleine Mitbringsel. Und da haben wir als erstes hier in der Mitte unser Logbuch. In diesem Logbuch haben wir kleine Geschichten in mehreren Sprachen, die uns nochmal ja, den Themenbereich und das Hotel schmackhaft machen wollen. Haben auch nochmal ein Bild von dem Lieutenant Herrn Gustav Meyerhopper, wer auch immer das jetzt war, ich habe da jetzt nicht genau nochmal nachgeguckt. Auch hier werde ich euch entsprechend noch Scans oder Bilder einscannen bzw. zeigen und einblenden, falls
das hier auf der Kamera jetzt nicht so gut zu erkennen ist. Jedenfalls haben wir das jeweils in mehreren Sprachen. Dann kriegen wir auf der nächsten Seite Informationen zu unserem Check-in. Wir bekommen unsere Flugkarte. Ja, die faltbare Flight Map, die zeige ich euch dann noch. Das ist diese hier. Und dann haben wir Notizen. Hier wurde uns schon eine Notiz reingeschrieben. Das ist unser Abendessen und unser Frühstück, weil durch Covid-19 muss man natürlich die Kapazitäten ein bisschen planen. Das heißt, beim Check-in ist es so, dass ihr im Moment euch Zeiten reserviert für Frühstück und Abendessen. Oder umgekehrt, erst Abendessen, dann Frühstück normalerweise. Dann haben wir noch ein paar kurze Texte für unsere Boarding-Gates. Die erzählen uns dann noch was zu den Vorzügen als Gast in Charles Lindbergh. Denn ja, wie uns hier immer wieder klar gemacht wird, wir gehören zu einer ganz besonderen Explorer Society. Das heißt, wir werden da in einen ganz besonderen Club aufgenommen, wenn wir in Charles Lindbergh übernachten. So, ich nehme mal eben noch einen Schluck, das geht mir die Stimme aus. Vielleicht nehmt ihr euch auch, habt ihr euch auch ein Getränk genommen oder so für dieses Video. Ja, das Charles Lindbergh Ticket und unser exklusives Flight Gate. Hier wird uns nochmal erklärt, dass wir unsere Karte dabei haben müssen, da wir auch vom Hotel natürlich direkten Zutritt ohne Wartezeiten, wie es im Moment üblich ist, zum Themenbereich bekommen. Zu Rockburg und zu Fly. Dann haben wir noch mal ein paar Seiten für Notizen, die wir uns anfertigen können. Habe ich jetzt mal leer gelassen an der Stelle. Hier gibt es eine kleine Wegerklärung zum Restaurant Uhrwerk und der Bahn 1919. Die beiden sind direkt miteinander verbunden und um in das Uhrwerk-Restaurant zu kommen für das Dinner und für das Frühstück, müsst ihr im Prinzip durch die Bar durch, wenn ihr aus dem Hotel kommt. Dann eine Erklärung zum Abendessen, was ja mit inklusive ist. Dann haben wir hier noch ein paar Erklärungen und Offenbarungen zur Bar 1919. Eine Bar, ein Pub und eine Destille. Gibt da tolle Biere, da gehe ich dann im Hotelvideo drauf ein, was man da so erleben kann. Da sage ich noch was dazu. Dann haben wir hier noch eine kurze Erklärung für Frühstück. WLAN-Zugang, ja, die Erklärung dafür, da ist auch gar kein Passwort notwendig, die WLANs sind offen. Telefon für die Kabine, Erklärung, wie man dann natürlich Kontakt am besten zum Check-in bekommt und so weiter. Da müsst ihr dann eure kleine Kabine nicht mal verlassen dafür. Nochmal eine Notizseite und man sieht schon, es ist alles wirklich sehr, 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 sehr schön gestaltet. Ja. Hier gibt es eigentlich keine Seite drin, die nicht irgendwie ein tolles Design bekommen hat. Also das ist alles wirklich sehr stimmig. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass man da sich die Mühe gemacht hat, was Besonderes anzulegen. Hier nochmal eine Erklärung zur Phantasialand App. Kann ich während des Parkbesuchs auch empfehlen, denn es ist so, dass man tatsächlich da einige sinnvolle Informationen bekommt und hauptsächlich nutze ich sie eben, um die Wartezeiten zu überwachen und dann zu entscheiden, wir springen mal spontan in einen anderen Bereich oder so, weil im Phantasialand ist man relativ schnell zu Fuß überall. Ja, durch die geringe Fläche, die der Park einnimmt, kann man da sehr, sehr gut seinen Tag auch spontan umplanen und trotzdem das Beste rausholen. Also meine Empfehlung auf jeden Fall die App. Noch eine kurze Erklärung zur Bezahlung. Die Kabinenluft natürlich nochmal eine kleine, wieder schön ausgestaltete Seite mit tollen Erklärungen zur Kabine und ähnlichen. Also sie sind auch klimatisiert, da gehe ich auch im Review nochmal drauf ein. Ein Automat mit Durstlöchern, Löchern habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen, muss ich sagen, da bin ich jetzt selbst von der Seite ein kleines bisschen überrascht. Soeben genieße ich ein gekühltes Getränk in meiner Luftfahrerkabine. Als mich spontan der Durst plagte, entsann ich mich der zwei praktischen Getränkeautomaten im Hotel. Okay.
Die sind mir so bewusst gar nicht aufgefallen, aber Automaten sind jetzt auch nicht so unbedingt mein Ziel bei so einem Ausflug. Dann haben wir wieder noch einige Notizseiten. Na, Erklärung zur Kabinenreinigung. Wird wohl erst relevant, wenn ihr mehrere Nächte im Hotel verbringt. Das ist auch möglich und inzwischen ist auch eine Online-Buchung möglich. Nicht mehr nur per Telefon, bei mir ging es nur per Telefon und E-Mail. Also ich habe es per E-Mail gemacht, also aber Telefon und E-Mail wäre bei mir generell möglich gewesen. Inzwischen ist auch ein Online-Buchen problemlos möglich mit Formular. Bei Arrangements über mehrere Nächte, da könnt ihr dann natürlich entsprechend auch einen Reinigungsservice erwarten. Erklärung zu den Notausgängen und Fluchtwegen. Halte ich für sinnvoll, das hier mit einzubringen, denn das Hotel kann auf den ersten Blick ein wenig unübersichtlich sein. Dienste und Leistungen haben wir hier nochmal schön in der Übersicht. Da brauchen Sie schon eine ganze Seite für eine Sprache, das heißt, das haben wir jetzt über 4 Seiten verteilt. Und dann haben wir nochmal Notizen und kommen zum Ende von unserem schönen Phantasialand und Hochburg Logbuch. Finde ich eine sehr schöne Sache, haben Sie sich viel Mühe gegeben. Ganz toll, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Das legen wir uns auch mal zur Seite. Und dann haben wir hier diesen Faltplan, der erwähnt wurde. Ich hoffe, ich kriege den jetzt ganz aufs Bild, aber es müsste gerade so gehen. Da haben wir hier eine Übersicht des Hotels. Ja. Das ist der generelle Aufbau vom Hotel Charles Lindbergh. Und hier haben wir unsere Gate C Level 5, C60. Da können wir hier auch gucken und das Ganze suchen. Gate C Level 5, dann haben wir die 1, 2, 3, 4, 5. Und hier oben waren wir fast ganz oben im Charles Lindbergh. Zum Greifen nah übrigens an den Schienen von Fly. Unser Zugang zu unserer Kapsel. Wunderschön. Mir hat es sehr gefallen. Details dazu erzähle ich dann natürlich nochmal im Review, weil wir müssen da auch unbedingt klären, für wen dieses Hotel geeignet ist und was ihr zu erwarten habt und wer dann doch lieber in Matamba oder im Lingbao einchecken sollte. Ja, denn diese Gruppe Gäste gibt es mit Sicherheit auch. Das Charles Lindbergh ist mit Sicherheit, kann ich schon mal so vorwegnehmen, nicht für jeden geeignet. Ja, jetzt mache ich auch noch einen Riss. Verdammt, ja, es ist gerade festgeklebt. Vorsichtig wieder abmachen hier. Entschuldigung, Leute. Gut, wir haben es. Ja, das ist der Übersichtsplan. Hier in der Mitte des Ganzen sieht man hier schön, bei diesen Aufzügen befindet sich oben auch noch eine Aussichtsplattform. Ja, die müsste irgendwo zwischen D und C sein. Ich weiß gar nicht, ob die hier aufgelistet ist. Bar und Restaurant befinden sich hier übrigens im Keller. Ja. Die Bar, hier sieht man es auch, hier links ist die Bar 1919. Da kommt man rein vom Aufzug aus und muss durch die Bar hier durch, um hier ins Restaurant Uhrwerk zu kommen. Das ist aber jetzt hier an der Stelle wohl so, dass man die Aussichtsplattform hier gar nicht drauf hat. Hier kann ich es euch aber nochmal zeigen. Hier haben wir nämlich nochmal eine Übersicht über den Themenbereich selbst. Das ist jetzt eine Karte nur für den Themenbereich Rockburg und das Charles Lindbergh. Und da haben wir das hier nochmal grafisch als Artwork dargestellt. Das Artwork ist sehr präzise, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut an der Stelle. Auch, dass sie komplett Fly mit eingezeichnet haben. Hat mir auch sehr geholfen bei der Layout-Erklärung im Review übrigens. Also, da ist schon viel Mühe reingeflossen. Das hier unten ist der Haupteingang, das ist außerhalb des Phantasialandes, direkt an der Straße, wo gegenüber dann der Parkplatz ist. Und hier drüben befindet sich dann quasi der Haupteingang Berlin vom Phantasialand. Und da haben wir den Eingang Charles Lindbergh, den Check-in, der ist hier direkt unten drin, ja, ganz unten zwischen den zwei großen Overbank-Turns, beziehungsweise einmal dem Turn abwärts. Nach dem zweiten Launch und einmal nach dem ersten Launch haben wir hier den Overbank-Turn von Fly und direkt da unten drunter befindet sich der Check-In. Ist auch schön verglast das Dach, so dass man direkt beim Check-In natürlich auch gleich wieder den Blick auf Fly hat. Die Boarding Gates sind nochmal aufgelistet, Restaurant, Bar, Boarding Gate. Haben wir irgendwo hier...
Nein, auch hier ist die Aussichtsplattform nicht gezeigt, aber die 4, oder? View of Oakport, natürlich. Die Aussichtsplattform, spektakulär im Ausblick. View of Oakport, genau hier befindet die sich. Und wir befanden uns hier auf dieser Ebene. Quasi vorletztes Stockwerk nach oben. Genau hier die mittlere Kabine. Wundervoll. Also es war wirklich toll. Wir waren quasi direkt am zweiten Launch und der erste Launch ging direkt unter uns durch. Also das war fantastisch. So nah ist man selten einer Achterbahn und ich fand es ganz, ganz toll. So, hätten wir das auch abgehakt. Wie wird denn das jetzt da? So wird es gefaltet. Sehr kompakt. Ja, auch wieder schön gestaltet. Das ist übrigens hier regelrecht dreidimensional. Ne? Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, aber das ist hier schon auch haptisch sehr, sehr schön. Ist natürlich nur Papier und Papier, aber trotzdem ist es schön gemacht. So, legen wir das beiseite. Dann kriegen wir hier natürlich einen Parkguide. Das ist der ganz normale Parkguide, den man im Phantasialand bekommt. Den kann ich ja auch noch mal kurz hier aufklappen. Das sind auch irgendwo die Showzeiten und so weiter. Aber ich glaube, der ist den meisten bekannt. Der ist auch ein bisschen groß jetzt fürs Bild, glaube ich. Da haben wir nochmal die Attraktionsübersicht, mit welchen Größen man da fahren kann. Aber das ist, wie gesagt, der Standard-Parkguide. Inklusive Showzeiten und so weiter, Übersicht über die Hotels nochmal, welche im Phantasialand möglich sind. Und hier haben wir nochmal das komplette Phantasialand als Parkplan drauf, mit der Übersicht natürlich über alle Attraktionen. Den normalen Parkplan, klar, den gibt es natürlich dazu. Ja, befindet sich auch in dieser Mappe, also der wird nicht einfach draufgelegt, sondern ist hier natürlich für Hotelgäste integriert. So. Dazu mal halt nur ganz kurz. Dann haben wir noch in dieser Mappe zu finden einige Postkarten. Davon zeige ich euch in groß natürlich auch nochmal Scans. Ja, Rückseite auch nochmal schön mit QR-Code gemacht. Da kommt man wahrscheinlich direkt auf die Seite. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich nehme mal an, man kommt direkt auf die Buchungsseite von Charles Lindbergh. Würde marketingtechnisch Sinn ergeben. Hier haben wir eine Postkarte, die uns mal einen Eindruck so von der Kabine, in der wir übernachtet haben, gibt. Die sind alle identisch, bis auf ein paar Feinheiten, die wir dann im Review noch durchgehen. Dann haben wir hier so eine schöne, ja, klassische Luftfahrer, frühe Flieger-Karte. Die Erhard Aero Company. Speed Ocean Flights. Naja, ob ich mir so ein Flugzeug jetzt unbedingt über einen kompletten Ozean wollte. Muss man sich überlegen, aber das war damals so. Also das waren schon wirklich Pioniere, die sich da einigen mal ausgesetzt haben. Hier haben wir eine Postkarte, so sieht es in der Bar aus. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass diese Hähne hier, das ist tatsächlich ein echtes System hier. Also die ganzen Hähne hängen wirklich in diesen Rohren, ist uns gesagt worden zumindest. Da gehe ich nochmal drauf ein, dann im Review, weil dann nehmen wir auch die Bar noch mit. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Es sind noch nicht alle angeschlossen, aber da kommt noch was. Dann haben wir hier das Fly-Logo mit dem Aerial Company Schriftzug als Postkarte. Die Rückseite ist übrigens überall identisch. Dann haben wir hier nochmal ein Artwork von Fly und dem Rockboard-Themenbereich und das Ganze zweimal. So, das wären diese. Und jetzt hierzu. Das hier ist jetzt nicht die Zimmerkarte, weil die durften wir nicht mitnehmen. Die durften wir nicht behalten. Die mussten wir wieder abgeben. Aber ich wollte euch mal was mitbringen, was zeigt, wie diese aussehen. Die Zimmerkarten sehen auf der Vorderseite im Prinzip identisch aus. Haben den NFC-Modul, schaltet man eben den Zugang zu seinem Zimmer frei. Auf der Rückseite werdet ihr sehen, was das jetzt genau ist. Das ist ein Fly-Creep-Pass. Den habe ich mal nicht eingelöst und habe ihn euch mal mitgebracht. Davon gibt es pro Person, wir haben ja für zwei Personen gebucht, pro Person, pro Besuchstag im Phantasialand einmal einen Creep-Pass. Das heißt, jeder von uns hatte bei diesen zwei Besuchstagen, bei einer Übernachtung, zwei Creep-Pässe bekommen. Kann man auch bei dann einem Tag einlösen, ist überhaupt kein Problem. Es sind im Prinzip ganz normale Creep-Pässe. Aber das Design
ist natürlich exklusiv fürs Charles Lindbergh. Das heißt, wenn ihr nach Corona dann irgendwann wieder Quickpässe im Phantasialand erwerbt, wenn sie denn für Fly verfügbar werden, muss man dann sehen, dann werden die wahrscheinlich nicht so aussehen. Das sind exklusive für Hotelgäste. Ja. Dachte ich, an unserem zweiten Tag war so wenig los, wir hatten so geringe Wartezeiten, habe ich gedacht, ich bringe euch den mal mit. So, ich räume hier mal eben ein kleines bisschen zusammen und schlage auch diese Mappe wieder zusammen hier. Genau, so, Versus Explorer hatten wir schon. Das schaffen wir mal aus dem Weg und dann fangen wir mal mit den Zeitungen an. Und wir beginnen mal mit der Gazette. Die ist, glaube ich, genau, die ist komplett in Deutsch. Die Ruckburg-Gazette in diesem Fall. Ich weiß gar nicht, ob es noch andersprachige Ausgaben gibt. Da müsstet ihr mal fragen. Ich denke aber, es müsste zumindest eine englische geben. Wenn ihr danach fragt, bekommt ihr die bestimmt auch. Da haben wir nochmal eine Übersicht natürlich über alles, was es so in Ruckburg zu erleben gibt, was der Themenbereich euch darbietet und natürlich auch wieder in Kombination mit dem Hotel. Im Prinzip, wenn wir jetzt mal ehrlich sind und vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, das Ganze ein bisschen pragmatisch sagen, ist das ein Werbeprospekt, aber ein sehr schönes. Das muss man einfach mal sagen dürfen. Diese Zeitungen liegen überall im Bereich aus. Kann man sich natürlich über Umweltschutz und Müllaufkommen und so weiter streiten. Wie viele Leute sich die mitnehmen und dann wegschmeißen, weiß ich nicht. Ich persönlich werde sie behalten. Ich plane mir sowieso noch eine schöne Wand zu machen. Da ist es natürlich perfekt mit zum Aushang. Da haben wir nochmal eine kleine Erklärung für Fly. Einen kleinen Abriss, was man sich so bei den Speisen im Themenbereich gedacht hat. Ein bisschen Werbung für eine Maschinenfabrik, die gar nicht existiert. Das sind so die Marken, die man für Ruckburg entwickelt hat. Eat, Sleep, Fly, Repeat. Ja, sehr gern wieder, muss ich persönlich sagen. Mir hat es sehr gefallen. Bei dem Repeat würde ich auf jeden Fall zustimmen. Da gibt es auch Ruckburgs Schokoladenseite, da kommen wir noch dazu. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für euch hier unten zu meiner Seite hier versteckt. Kommen wir zum Schluss zu. wird nochmal der Süßigkeitenladen und der Sandwichstand thematisiert, wo ich sagen muss, im Süßigkeitenladen gehe ich mit dem Preis in Akkord. Das ist in Ordnung. Beim Sandwichstand hat man es leider übertrieben. Da finde ich Preis-Leistung leider nicht gut getroffen. Es sind tolle Sandwich, sie werden schön zubereitet, es wird frisch gegrillt und so weiter. Also das ist alles ganz toll, aber teilweise über 8 Euro für ein verhältnismäßig kleines Sandwich, was super lecker ist, kein Thema. Aber ich glaube, da hat man vielleicht den ein oder anderen Euro zu viel draufgeschlagen. Da müsste man vielleicht mal schauen, ob man das nochmal anpasst. Aber wir sind auch im Soft-Opening, vielleicht nimmt sich das Phantasialand der Kritik an. Ja, in dieser Zeitung steht natürlich jetzt viel mehr drin, als ich hier einfach vorlesen kann. Deswegen, ich überlasse euch einfach mal die Übersicht über die Seiten. Hier haben wir nochmal Reisen und Erleben, der Puls von Ruckburg. Eine Zusammenfassung von dem, was Ruckburg aus Sicht des Phantasialands ausmacht, was man sich dabei gedacht hat beim Themenbereich. Und wenn ihr Bock habt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir mal einen Let's Read oder sowas. Da setze ich mich natürlich wieder ganz bequem mit einem Kaffee irgendwie in meinen Stuhl oder so. Und wir lesen einfach mal. Das könnte man ja mal machen. Vielleicht habt ihr da ja Bock drauf, dass man so quasi die Ruckburg ASML oder so. vielleicht machen wir das mal. Schreibt schon einfach mal in die Kommentare, ob das jetzt eine blöde Idee, eine blöde Spinnerei ist oder ob ich da jetzt das vielleicht mal machen sollte. Okay.
Weiter geht's. Der Traum vom Fliegen wird wahr. Nochmal ein Abriss natürlich, was man sich bei Fly bei der Konzeptionierung gedacht hat. Da geht man nochmal auf die technischen Neuerungen ein, weil es ist ja nun mal ein Prototyp und bietet viele Besonderheiten. Das hat man ja im Review schon. Schaut da mal rein. Da gehe ich auch auf die technischen Eigenheiten ein bisschen ein. Ist schon sehr, sehr schön. Welche tollkühne Flugmanöver. Da haben wir nochmal so ein bisschen Geschichten erzählen eben. Also da ist schon ganz, ganz viel Kreativität hier reingeflossen. Hier nochmal, was euch die Explorer Society, wenn ihr am Charles Lindbergh eincheckt, so zu bieten hat. Ja, das wird hier alles nochmal abgerissen. Und tja, alles natürlich schöne Aufmachung. Homemade, handmade, herrlich. Ja, da geht es nochmal um die Speisen, die wirklich toll sind. Ja, das möchte ich hier nochmal ganz klar unterstützen. Also man darf sich hier auch mal selber loben an der Stelle, auch in dieser Zeitung. Es ist verdient. Ja. Dann haben wir hier Rockbock bei Nacht. Da wird nochmal die Übernachtung thematisiert. Ich wünschte mir ja, dass Rockburg länger für Hotelgäste zu betreten wäre, der Themenbereich. Das ist derzeit noch nicht so, vielleicht kommt das noch. Und wenn nicht, würde man das bei Nacht natürlich dann spätestens in der Wintersaison sicherlich erleben können. Ja? Weil im Moment konnte ich nur ein leeres Rockburg, welches schon geschlossen war, bei Nacht einfangen. Raffinierte, ehrliche Küche zum Kohleschipper. Ja, nochmal die Sandwiches, habe ich ja gerade schon was gesagt. Zur Schokolade auch, und da sage ich jetzt zum Schluss nochmal was dazu, aber vorher geht es nochmal um die Kleidung. Was trägt die Frau heute in Rockburg? Ich weiß gar nicht. Also Kostüme gibt es nicht im Merchandising. Im Merchandising muss ich sagen, gibt es noch gar nichts, was Rockburg betrifft. Leider. Ich hätte gerne was mitgenommen, aber leider noch nichts da. So, dann haben wir hier nochmal eine Zeitung der Bar, Pub und Destille 1919. Darin haben wir nochmal einen kurzen Abriss über die Craft-Biere. Und ihr seht hier schon, hier wird es preislich auch, naja, gehoben. Es ist ja so, dass wir hier überall von 0,2 Liter reden. Ja. Das sind alles Craft-Biere, das sind alles besondere Biere. Ich meine, man kriegt auch mal ein Standardbier wie ein Guinness oder sowas, aber ich glaube, das ist bei einem Besuch in dieser Bar eher von geringerem Interesse. Ja, also es gibt eine große Auswahl, aber was wir gemacht haben, ist tatsächlich, wir haben ein Biertasting gemacht, da kriegt man so ein Brettchen angerichtet mit 0,1. Jeweils, also viermal 0,1, und dieses viermal 0,1 als unterschiedliche Biere. Das zum Tasting kann man mal probieren, was einem am besten schmeckt. Und der junge Mann, der an diesem Tag Schicht hatte, wo wir in der Bar waren, konnte uns zu jedem Bier eine kleine Geschichte erzählen, wo es herkommt, was sich der Bierbrauer oder die Brauerei bei diesem Bier gedacht hat und was sie erreichen wollten. Ein sehr enthusiastischer junger Mann, den ich hier loben möchte. Das hat viel Spaß gemacht. War nicht ganz billig, die ganze Geschichte. Darum geht es aber gar nicht, denn es gehört zum Erlebnis dazu. Muss man aber auch wollen. Er ist auch ein sehr guter Marketier. Ja, also Marketing hat der junge Mann auch richtig drauf. Der redet dich schon da rein, da was zu trinken. Ist aber halt auch sein Job an der Stelle, und ich habe in diesem Ambiente auch nichts anderes erwartet. Insofern, es passt sehr gut dazu. Ja, so viel kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ob es den eigenen Geschmack trifft, ob man das jetzt wirklich möchte, ist eine andere Geschichte, muss jeder für sich selber entscheiden. Also kleine Warnung, hier ist viel Marketing dabei, hier ist sehr viel, ist so ein bisschen Biervertreter, würde ich sagen. Aber sehr unterhaltsam, es hat viel Spaß gemacht, versteht das nicht falsch. Dominik,
Vielen Dank dafür. Mir hat es viel Spaß gemacht. Meiner Begleitung, meinem Lord Drive-A-Lot auch. Und deswegen, das ist keine Kritik jetzt an der Stelle, nur insofern der Hinweis, dass das sicherlich nicht jeden seinen Geschmack trifft. Aber ich denke, wenn ihr in der Bar seid und einfach nur normal was trinken wollt, dann weist ihn bitte einfach darauf hin, beziehungsweise denjenigen, der sich da gerade um euch kümmert, weist ihn darauf hin und dann wird das auch sehr gut funktionieren. Ja, hier gibt es nochmal eine Erklärung zu diesem Craft Beer. Nochmal eine Übersicht über die Cocktails. Die sind teuer, ja, aber genial. So viel darf ich euch dazu sagen. Details dazu muss ich mir mal überlegen, was ich euch sagen kann und was nicht. So, und dann haben wir natürlich ebenfalls noch Aperitifs, ja, und alkoholfreie Aperitifs. Also auch da ist natürlich Auswahl gegeben. Long Drinks haben wir eine gewisse Auswahl, After Dinner Drinks. Ich überlege gerade, welchen wir hatten. Eine gute Frage. Noch ein paar Spirituosen. Ich glaube, der steht ja gar nicht drin, oder? Den wir hatten, Aperitifs. Ich weiß es jetzt gar nicht so richtig. Müsste ich nochmal nachhaken. Dann muss ich mich nochmal mit meinem Lord Drive-A-Lot kurz schließen. Der weiß das bestimmt noch. Ja, After Dinner Drinks, Spirituosen, alles nicht billig. Also es ist ein relativ teures, aber tolles Gesamterlebnis, was einem in Hochburg und im Hotel Charles Lindbergh da geboten wird. Dann haben wir hier nochmal eine Übersicht an den üblichen alkoholfreien Getränken. Die gibt es natürlich auch. Ein paar Snacks gibt es auch in der Bar. Natürlich auch wieder in unterschiedlichen Preisregionen. Wir hatten jetzt davon nichts, da kann ich gar nichts zu sagen. Heißgetränke, Kaffees, Espressos, heiße Schokolade, Tee. Also auch das bekommt man natürlich. Und ja, so viel zur Karte von der Bar. Wie gesagt, kriegt man alles als solche Zeitungen. Finde ich toll gemacht. Ist eine sehr, 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 sehr schöne Idee, meiner Meinung nach. Ist natürlich die Frage mit dem Müllproblem. So, hier haben wir die Abendpost, die Illustrierte. Ja, das wird nochmal hervorgehoben. Das ist die Illustrierte Abendpost. Da geht es natürlich auch nochmal um die Bar, um die exklusive Gesellschaft im Hotel. Und nochmal um Hochburg selbst und Speisen, die glücklich machen. Und ich kann euch sagen, ja, diese Speisen machen glücklich. haben wir auch nochmal den Abriss insgesamt mit den Bieren, mit Hochburg bei Nacht. Und hier geht's los mit der Erklärung der Speisen. Ja, für das Dinner. Kann man sich dann aussuchen. Wir haben hinten auch noch mal, später hier eben mal ein bisschen schneller weiter. Nein, das ist, genau. Ja, eine Übersicht gab es hier in dem Fall gar nicht. Entschuldigt bitte. Wir haben, genau, hier mit der 1 geht es natürlich los. Ich schiebe das eben mal so ein bisschen rüber. Die 1 ist die Vorspeisenauswahl. Ich persönlich hatte die Teigtaschen. Die waren ganz lecker. Zum Dinner ein bisschen kleiner als tagsüber. Tagsüber sind die größer, wenn ihr die als Hauptgericht bestellt. Dann haben wir Da Vinci's Tartar. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, was Lord Drive-A-Lot hatte. Ist auch wurscht jetzt an der Stelle. Dann gibt es als Vorspeise noch Bowls. Ja, Green Journey und Spicy Expedition. Guckt es euch mal an, macht eine Pause im Video, wenn ihr irgendwo was euch genauer anschauen wollt. Mit der 2 geht es weiter, das sind die Hauptspeisen. Da geht es los mit Burger. Ja, und ihr kriegt ja nicht irgendwelche Burger. Ja, also die sind wirklich richtig gut. Also die Qualität des Essens im Uhrwerk ist ohne jeden Zweifel absolut
dem Preis entsprechend. Und der Preis ist an der Stelle meiner Ansicht nach auch absolut gerechtfertigt, zumindest was das Restaurant betrifft. Was ich persönlich tatsächlich hatte, ist so eine Pommes-Schaufel. Zu dieser Pommes-Schaufel gibt es zwei kleine Burger, klein in Anführungsstrichen, also das ist dann quasi zweimal Big Mac. Zeige ich euch jetzt mal, könnt ihr euch selbst fertigstellen. Ihr bekommt quasi die Burgerbrötchen mit Fleisch. Und wenn ich Fleisch sage, meine ich Fleisch. Nicht ein Burger Patty, sondern richtig ein Stück sehr saftiges, sehr zartes Fleisch drauf. Einmal frei. Fertigstellen könnt ihr euch das dann noch mit Gemüse und Soßen. Ja, die gibt es extra dazu, wie ihr hier seht. Tolle Sache, muss ich sagen. Ich habe einfach mal alles drauf geklatscht, weil ich mochte alles davon. Ihr könnt aber auch euch für eine Pasta entscheiden. Ja, soll wohl auch sehr lecker sein. Oder dann für das Dessert. Hatte ich den Cheesecake? Ich meine, ja genau, ich hatte den Cheesecake. Der war toll, der war sehr lecker. Also auch da eine entsprechende Auswahl. Was ihr extra zahlen müsst, auch wenn ihr Hotelgäste seid beim Dinner, sind die Getränke. Und da gibt es nochmal die normale Getränkekarte mit Kaffees und Erfrischungen, halt die normalen alkoholfreien Drinks. Aber auch Craft-Bier-Auswahl, ja, eigentlich natürlich aus der Bar 1919, aber auch da gibt es was. Ich hatte, soweit ich mich erinnere, das Brooklyn Lager, meine ich jetzt. Und dann hatten wir so als Ending, hatten wir noch einen Whisky. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt draufsteht. Jedenfalls Getränkekarte, müsst ihr separat zahlen. Gibt aber in dem Fall hier auch ein bisschen mehr. Also ihr kriegt in dem Fall eine Flasche. Ja, das ist nicht frisch gezapft, ihr bekommt eine Flasche. Ihr trinkt auch aus der Flasche. Die kommt in so einem Eimer mit Eis, zeige ich euch mal. Ist aber trotzdem eine tolle Auswahl an Craftbieren. Gar nicht übel, muss ich sagen, und bin ich sehr zufrieden gewesen damit. Hier nochmal die komplette Zusammenfassung für alles, was euch als Mitglieder der Explorer Society im Charles Lindbergh Hotel so erwartet und offen steht. Hier nochmal die Übersicht, welch Tolkien Flugmanöver. Also das wird auch hier nochmal alles thematisiert. Das gehört hier in die Karten einfach mit rein. Deswegen überschneidet sich da viel. Aber ich denke, beziehungsweise hoffe, ich konnte euch mit all diesem, was wir jetzt hier durchgeschaut haben, die Abendpost, die Gazette und meine blöde Kaffeetasse ist im Weg, die Explorer Society natürlich hier, beziehungsweise eben die Karte der Bar 1919 und natürlich alles, was wir so in unserer tollen kleinen Mappe hatten für das Charles Lindbergh. Und damit möchte ich dieses Video beenden. Das war ein etwas längeres, ein etwas lockereres, bis wir dann wieder zum direkten Review zum Hotel kommen. Das reiche ich euch natürlich nach. Ich sagte für zwischendurch zur Auflockerung, ist das hier eine schöne Idee, das mal alles abzureißen. Das sind die Goodies von Charles Lindbergh und aus Rockburg. Jetzt habe ich noch eine kleine, bevor ich mich endgültig verabschiede, eine kleine Überraschung für euch. Ich habe hier nämlich so eine Tüte. Die sieht aus wie in den USA, wenn man Alkohol kauft, ist aber kein Alkohol drin. Sondern da ist einmal drin so eine kleine Schokoladenkreation aus Emilys Schokoladenfabrik. Das sind so Bruchstücke, die kann man da kaufen. Ich blende euch auch mal die Regale hinten nochmal ein. Aber das ist gar nicht das Besondere, denn das Besondere habe ich selber noch nicht geöffnet. Man hat mir da Zeit gelassen und hat das wirklich sicher weggepackt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen werde, das zu öffnen und zu essen.
Wir haben hier diverse Schokoladen. Das lasse ich mal hier oben liegen. Diverse Schokoladen. Ich habe da mal drei mitgenommen. Da haben wir hier einmal das Fly-Logo. Ich mache das jetzt mal auf. Weil ich habe es auch nur durch diese Sichtfenster bisher gesehen. Wir machen das mal auf, jetzt ganz exklusiv für euch. Und da haben wir hier einmal das Fly-Logo als Schokoladenform. Ich hätte ja gerne, zeige ich euch jetzt mal hier, da steht so ein riesiges Fly-Logo. Ich weiß nicht, ob es wirklich Schokolade ist, ich habe es nicht überprüft. Na, da stehen große Kreationen rum, auch was das Steampunk-Thema und so angeht. Ich habe ja spaßeshalber mal gefragt, ob man nicht das große Fly-Logo hier dem Park irgendwie abkaufen könnte. Mir wurde das leider verneint. Ansonsten, selbst wenn es Schokolade wäre, ich hätte das wohl auf ewig irgendwo abgestellt und stehen lassen, um ehrlich zu sein. Ja, hätte ich auf keinen Fall angerührt. Aber zurück zu den Schokoladen, die man tatsächlich kaufen kann. Hier ist sogar noch die Folie drauf. Das ist noch verklebt. Bei dem anderen hatte ich es schon abgemacht. Komm, zack. So. Die Tüte hier. Machen wir das mal noch auf. Das ist jetzt die Schokolade in Zartbitter. Also das hier ist jetzt eine Art Vollmilchschokolade, das Fly-Logo. Gibt es natürlich in unterschiedlichen Sorten jedes Logo. Hier haben wir einen Block mit Charles Lindbergh Logo. Als Zartbitter müsste das hier sein, zumindest weniger Vollmilch als diese. Das sieht man schon in der Helligkeit der Schokolade. Und dann habe ich mir noch mitgebracht, ich weiß wirklich nicht, ob ich die jemals esse, habe ich mir noch mitgebracht ein weiße Schokolade, was ja eigentlich gar keine Schokolade ist. Ja, Fun Fact, weiße Schokolade ist gar keine Schokolade, es ist nämlich nur Fett, eine Fettglasur. Kriege ich den Quatsch jetzt auch auf hier. Ich habe keine Fingernägel, scheiß Gitarristen. So, habe ich mal kurz getrickst. Ist ja im Video-Editing so üblich, ne? Wunderbar. Die Perspektive hat sich zwischenzeitlich auch geändert, weil der Akku leer war. Hier haben wir dann nochmal das komplette Rockburg-Logo. Auch als Schokolade. Und ich backe die jetzt nicht komplett aus. Ich hoffe, man kann es auch durch die Folie halbwegs erkennen. Das ist das, was ich mir so habe mitgenommen. Weil es gibt für Rockburg leider, muss ich dazu sagen, noch keinerlei Merchandise. Keine T-Shirts, keine Pins, keine... gar nichts. Um es mal so ganz klar zu sagen, gar nichts. Gut. Ist halt leider so. Wird aber sicherlich nachkommen, dass da ein Merch-Shop am großen Platz in Berlin, im Berliner Themenbereich, noch was kommen wird, hoffe ich zumindest. Bei Klugheim hat es damals auch eine Weile gedauert. Ich denke, da kommt noch was nach. Und ja, mit diesen Schokoladen möchte ich mich aus diesem Video jetzt endgültig verabschieden und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesen. Eine Dreiviertelstunde, circa eine Dreiviertelstunde dauernde Abriss der ganzen Goodies, die man so in Rockburg bekommen kann, wenn man denn möchte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es war ein bisschen auflockernd. Bis zum nächsten Video, was dann wahrscheinlich das Charles Lindbergh Review sein wird. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ich bin jetzt raus hier. Haut rein!